angels have lifted to the skies. Hallo liebe Falken-Community, herzlich willkommen zu Eaglepipes Wochenrückblick für die Kalenderwoche 15. Wie ihr bereits gesehen habt, ist der Osterhase wieder zurück im Stall und wünscht euch auf diesem Wege noch ein schönes Osterfest und noch einen gelungenen Tag mit der Beute, die ihr vielleicht heute gemacht habt. Danke Black Friday, dass du alle Community-Mitglieder so reich beschenkt hast. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen ja ein passender Tabak im Osternest gelandet. Mein Name ist Eaglepipe und ich wünsche euch nun viel Spaß mit den folgenden Themen. Mein Außendienstreporter Sean hat sich Gedanken gemacht und hat gesagt, passend zum Ostersonntag macht Eaglepipe TV ein kleines Gewinnspiel und was bietet sich da besser an, wie nach was zu suchen. Da wir jetzt aber nicht durch den Wald fahren und Tabake verstecken, haben wir gedacht, wir suchen den Sean. Also wird es keine Außenreportage im herkömmlichen Sinn geben, sondern im Laufe des Wochenrückblicks gibt es jetzt immer mal wieder Hinweise, wo sich der Sean versteckt. Und wenn ihr das Ergebnis herausgefunden habt, wo der Sean sich befindet, dann schreibt ihr eure Antwort in die Kommentare unter einem bestimmten Hashtag, den ich euch jetzt natürlich dann auch noch einblenden werde. Und am 29.04. bei Tabak Heißler werden wir dann das Gewinnspiel auflösen und den Gewinner bekannt geben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Themen, die uns diese Woche sonst noch so bewegt haben. Der liebe George hat seine Tabakreihe von den epischen Tabaken beendet, indem er uns von Smoking Pipes den Bullseye Flake vorgestellt hat. Was ich persönlich sehr interessant fand, weil diesen Tabak hatte ich persönlich auch noch nicht in der Pfeife. Aber durch die Vorstellung von George wird der Tabak bestimmt mal bei mir in der Pfeife landen. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Eaglepipe TV. Ich bin der Jean und heute heißt es Such den Jean. Denn wo genau ich bin, wird diesmal nicht verraten. Ich bin irgendwo in Baden-Württemberg oder irgendwo in Bayern, in irgendeinem schönen Hotel. In welchem Hotel genau und in welchem Ort, das sollt ihr herausfinden. Es wird maximal 5 Hinweise von mir geben und zu gewinnen gibt es einen wunderbaren Überraschungstabak, entweder naturnah oder aromatisiert, je nachdem, was die Gewinnerin oder der Gewinner bevorzugt. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Gleich gibt es erstmal den ersten Hinweis. Also, dranbleiben. Das Sherlock Holmes für uns Pfeifenraucher immer eine besondere Figur ist, ist uns allen bekannt. Aber mir war nicht bekannt, bis ich das Video von unserem lieben Mike gesehen habe, dass es den 221 Baker Street eigentlich nur eine ganze Zeit in London zu kaufen gab. Wir haben jetzt natürlich das Glück, dass die Firma Dunhill den Tabak auf den deutschen Markt gebracht hat, aber ich fand es sehr interessant, welche Hintergrundinformationen uns der liebe Mike zu diesem Tabak noch gegeben hat. Danke hierfür. Peter Friedenpfeife hat das schöne Wetter genossen und hat den Old Sign von Dunhill im Leopold Park dabei gehabt. Klar, jetzt sagt der eine oder andere, den Tabak kennen wir doch. Aber ich persönlich habe auch festgestellt, dass diese Woche die Community sich die Frage gestellt hat, ist es sinnvoll, einen Tabak mehrmals vorzustellen? Und ich kann diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Denn jeder Pfeifenraucher hier in der Community hat eine andere Geschmacksrichtung. Und ich persönlich finde es sehr interessant, wenn man einen Tabak von verschiedenen Seiten beleuchtet.
erste Hinweis soll euch eigentlich nur ein bisschen helfen, schon mal herauszufinden, ob ich denn nun in Baden-Württemberg oder in Bayern bin. Denn Hochdeutsch wird hier nicht unbedingt überall gesprochen. Schaut mal, ob ihr was mit anfangen könnt. Achtung! Und? Schon eine Idee? Eine super Tabakvorstellung kam in meinen Augen diese Woche vom Chemix. Vor allem diese schönen Naturaufnahmen. Ich finde es einfach nur gigantisch. In welchen Gegenden der eine oder andere Pfeifenraucher ist. Und ich finde es dann immer sehr spannend, wenn das Community-Mitglied uns einfach mitnimmt und uns an bestimmten Orten einfach einen Tabak vorstellt. Danke, lieber Chemix, für die wunderbare Vorstellung. Und vielleicht werde ich ja den Tabak selber auch mal versuchen. Virginia-Liebhaber mögen den Tabak eigentlich ganz gern. Ich persönlich komme aber an den Tabak persönlich nicht dran. Aber das soll hier keine Rolle spielen, weil ich fand die Vorstellung einfach nur super, die der Björn abgeliefert hat diese Woche, indem er uns den Germains Brown Flake vorgestellt hat. Und ich verstehe auch, dass der Tabak bei Virginia-Liebhabern echt großen Anklang findet. Ja, der zweite Hinweis. Es ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, eine sehr ländliche Gegend. Es handelt sich also auf jeden Fall hier um einen Landgasthof. Passend zu dem passenden Virginia-Tabak hat der liebe Pfeifengenießer 71 seine Rumreihe diese Woche beendet. Und ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Dennis, für die Vorstellung dieser tollen Reihe. Und ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bedanken für diese 4 unterhaltsamen Teile. Sehenswürdigkeiten gibt es hier in der Gegend eine ganze Menge. Auch schöne Radwege, Wanderwege und in der Nähe auch eine sogenannte Limes-Therme. Der liebe Yogi stellt uns diese Woche einen Kirschtabak vor. Bei Kirschtabak ist mir sofort der Andreas Kaschny eingefallen, der ja auch auf der Suche nach einem Kirschtabak war. Ich persönlich komme mit Kirschtabaken eigentlich nicht so klar. Ich habe auch gestern versucht, Schokolade mit Kirscharoma zu essen und irgendwie hat mir das alles sehr künstlich geschmeckt. Aber vielleicht werde ich den Kirschtabak, den der Yogi diese Woche vorgestellt hat, selber mal probieren, damit ich mir selber ein Urteil bilden kann. Der liebe Kraut 68 aus der Nähe von Frankfurt beendet ebenfalls seine Tabakreihe, die Milde 13, und stellt zum Ende seiner Reihe seine Mixtures vor. Ich fand es sehr interessant, was du so tagtäglich verrauchst. Und wir hatten alle einen kleinen Einblick in deine Tabakbar. Und vielleicht sollte der eine oder andere sich mal überlegen, ob er vielleicht ebenfalls in diese Reihe mit einsteigt und seine Tabakbar vorstellt. Vielleicht könnten wir ja dann so eine kleine Tabaksliste von der Community erstellen, wo wir dann so sagen, so eine kleine Rankingliste. Das sind die Top Flakes, das sind die Top Mixtures und das sind unsere Top Latakia-Tabak. Der Name des Landgasthofes hat mit diesem Tier hier zu tun. Ich würde mich über diese Rangliste persönlich sehr freuen, weil wenn man sich so mit dem einen oder anderen Mitglied unterhält, landet so von den naturbelassenen oder von den Latakia-Tabaken eigentlich immer das Gleiche bei den Community-Mitgliedern in der Pfeife. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Der liebe Pit Passant W beendet auch diese Woche passend zu Ostern seine Tabakreihe, die Foundation by Musico, mit der Vorstellung des Fayum-Keks. Mich persönlich hat diese Vorstellung am meisten gereizt,
weil dieser Tabak fehlt mir noch in meiner Verkaufsreihe und ich hoffe, dass ich in Loma ein Döschen ergattern kann. Pipe of the Week kommt diese Woche von einer holländischen Firma und ich möchte diese Pfeifen einfach nochmal euch ins Gedächtnis rufen, weil ich finde sie einfach nur gemütlich, um nebenbei irgendwas zu machen und trotzdem leckeren Tabak zu genießen. Die kleine Pfeifenserie Big Ben Barbados. Ich rauche in diesen Pfeifen gerne Flakes und es ist einfach ein herrliches Rauchvergnügen und die Pfeifen sind super leicht im Mund zu halten. Ja, wenn man hier steht, wo ich jetzt stehe, dann ist es nicht mehr weit. Ein paar Meter noch in die Richtung und man ist da. Also, wo bin ich? Ja. Das soll es jetzt eigentlich schon gewesen sein von Eagle Pipes Wochenrückblick. Ich hoffe, ihr habt inzwischen herausgefunden, wo sich mein lieber Außendienstreporter befindet. Also schreibt alle eure Lösungen unten in die Kommentare und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen bei Eagle Pipes Wochenrückblick. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Ostermontag und sag danke fürs Zusehen, genießt das Wetter und ich sag, Icebird Marines and Fly, euer Eagle Pipe.